Oh, hallo, Christian Endres ist mein Name. Ich bin Mitarbeiter im Caritasverband und betreue mit Kolleginnen das Quartier Büro Schönau. Ein Stadtteil in Mannheim, der benachteiligt ist, große Schwierigkeiten hat, soziale Problemlagen. Kinderarmut, Altersarmut sind Themen der Stadtteil. Also hier auf der Schönau ist es so, dass wir eben dieses Feld kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir versuchen, da ein bisschen Leben reinzuhauchen. Es werden Weinreben gepflanzt, Wildblumenwiesen werden angesetzt. Im Gartenprojekt Rheinau, das ist Quartierbüro Rheinau, ist auch vom Caritasverband in unserer Trägerschaft. Und das ist sozusagen ein Projekt, was sich schon ein kleines bisschen unsere Ideen abgeschaut hat und dort auch anwendet. Also auch Rheinau ist ein belasteter Stadtteil. Mein Name ist Paulina Schäfzek und ich bin Pastoralreferentin und arbeite bei der katholischen Kirchengemeinde in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord. Als eines eben für die Menschen im Stadtteil da zu sein und zum anderen eben auch die Schöpfung als zu bewahren und für die Schöpfung auch da zu sein und das als Kirchengemeinde dafür zu präsentieren. Mein Name ist Uli Thome, ich bin einer der Kooperationspartner vom Quartierbüro. Persönlich macht mir Freude zu sehen, wie die Menschen Freude an der Natur haben und auch die Vielfalt in der Natur. Hier versuchen wir auf dem Feld eine Begegnungsstätte zu schaffen, wo Menschen unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Herkunft hier zusammenkommen und gemeinsam vielleicht auch Feste feiern und auch Gottesdienste feiern können. Wir haben viele Ideen und gucken, dass wir da weiter noch viel im Stadtteil Schönau grün zaubern und bunte Farben bringen. Ja.